So Leute, willkommen zurück bei The Last Story. Nun, was werden wir jetzt weitermachen? Also zunächst sei erwähnt, ich bin hier bereits im Postgame. Ja, nicht wundern. Und ich habe das Postgame sogar bereits abgeschlossen. Aber ich brauche noch ein wenig Zeit, um die gesamten, ja, Nebenquests, um das, ja, die ganzen Nebenquest-Parts zusammen zu fipseln. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es genau mache. Wird auf jeden Fall alles relativ kompliziert. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, um, ja, das jetzt nicht zu überhasten zu machen, werde ich einfach der Vollständigkeit halber noch einmal jedes, ja, Gebiet noch einmal zeigen, jedes Kampfgebiet noch einmal, die nun aber natürlich etwas anders aussehen als, ja, zuvor, die nun deutlich stärkere Gegner haben und auch sogenannte goldene Truhen, so viel weiß ich, goldene Truhen, die man dort finden kann. Und ihr seht, hier durfte ich mir 4 aussuchen und, ja, was zum Teufel geht gerade ab. Okay. Jetzt scheint meine Kamera nicht wirklich zu kooperieren. Das gibt's doch echt nicht, ey. Leute, 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 jetzt steige ich auf Classic Controller um, weil ich nur Probleme mit meinem Nunchuck habe. Und jetzt habe ich tatsächlich auch Probleme beim Classic-Controller. Ich glaube einfach, diese verdammte V-Mode ist am Arsch, glaube ich, so langsam. Wobei, ja, also, ich finde tatsächlich, das ist hier erst was mit Classic-Controller. Und ich muss sagen, es funktioniert viel, viel besser. Es ist aus der Not eigentlich geboren. Also, das war eigentlich erst nicht geplant, dass ich mit Classic-Controller umsteige. Ich habe es einfach gemacht, weil ich mit dem Nunchuck einfach nicht mehr leben konnte. Hat zu oft ausgesetzt, zu viele Probleme und es läuft super, muss ich jetzt rückblickend sagen. Also, arg viel besser könnte es wirklich nicht laufen. So, einmal, zweimal, ich weiß ja auch nie, wie ich am Anfang im LP gefailt habe, dreimal. Mittlerweile kann ich das Spiel aber einigermaßen, mittlerweile weiß ich, worum es hier geht, wie das Kampfsystem funktioniert. Einfach, ja, das Spielgefühl ist jetzt da. Gut, ich habe es jetzt auch so oft durchgespielt. Und zwar, das muss man sich auch mal vorstellen, erst im LP alles blind, dann auf einem HD-Fernseher, um das fürs Review besser bewerten zu können. Im normalen und im New Game Plus Modus und dann noch, und ja, jetzt werde ich jetzt noch einmal im New Game Plus Modus spielen. Beziehungsweise habe ich schon fast durchgespielt, nur für die Nebenquests. Also 4-mal insgesamt durchgespielt, als es rausgekommen ist. Wenn man denkt, dass es im Februar rausgekommen ist, das sage ich mal, zeigt es, wie gut dieses Spiel ist. Zum einen, wenn man da Bock drauf hat, aber zum anderen auch, klar, das Spielgefühl ist nun mittlerweile einfach da. Und der Classic-Controller lenkt sich echt super. Ich kann hier die Kameraperspektiven auch richtig gut verändern, wie es mir gerade passt. Also da bin ich schon sehr, sehr zufrieden mit. Und der Wind. Bam. Wen übrigens meine aktuelle Ausrüstung interessiert, kann ich mal kurz zeigen. Also meine Zahnlanze ist auf plus 40 oben, meine Drachenrüstung auf plus 34. Ansonsten hat sie nicht viel geändert. Sie hat den Hexenmeister, sie Nacht mal plus 5 und Supernova. Er hat einen Hexendolch, sie ein Ritualdolch und einen General plus 5. Also so viel habe ich jetzt in diesem New Game Plus Modus nicht gemacht, weil es größtenteils jetzt um die Nebenquests geht oder ging. Es sah in dem, was ich privat gemacht habe, da durchaus anders aus. Da habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Habe es noch länger gehalten, aber hier war ich auch relativ schnell durch. Und ihr seht, die haben Level über 100, die Viecher. Also sie sind auf jeden Fall mir angepasst. Deswegen wäre es ja nicht egal gewesen, ob ich das im New Game Plus Modus gemacht hätte. Oder im normalen Modus. Aber ich dachte mir, dass das hier wesentlich herausfordernder wäre. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. So, weg mit euch, weil ich natürlich, ich kann nicht über Level 100 aussteigen. Es ist ähnlich wie in Xenoblade Chronicles, wo wirklich Monster über Level 100 sind, aber kannst du bis 99 aussteigen. Wobei man hier glücklicherweise dem ein bisschen mehr gegensteuern kann, weil es keine rundenbasierenden Kämpfe sind, also.
Beziehungsweise bei Xenoblade Chronicles auch nicht, aber da ist auf jeden Fall schwieriger bei dem Kampfsystem was gegen zu machen als hier. So, hier dieses Dreieck in der Mitte aktivieren. Es dreht sich um das Ganze. Und dann müsste sich hier jetzt ein Weg öffnen, oder? Hat das jetzt getan? Ich glaube schon, oder? Glaube ich, müsste jetzt. Kommt ihr? Die bleiben stehen, das musst du wissen, wo es lang geht. Wir haben keine Ahnung. Denk mir, shit. Ich habe doch so einen schlechten Orientierungssinn. Aber ich glaube, ich bin hier auf den richtigen Pfade unterwegs. Sieht gar nicht so schlecht aus. Mhm. Hier durch. Ach ja, da kommen noch geile nostalgische Erinnerungen zurück. Ich weiß einfach, wie ich überhaupt kein Spielgefühl für dieses Spiel am Anfang hatte. Ich habe es reingeschoben, weil ich so unbedingt eine P-Mod habe und nur, hey Alter, was ist denn das? Ich komme überhaupt nicht damit zurecht. Nun, eines war der Lieblingsspiele und ich jetzt ziemlich, ja gut, abgehen jetzt nicht im Sinne von, ich rock alles weg, da gibt es bestimmt noch viel bessere als ich, aber ich habe jetzt doch ein relativ gutes Spielgefühl eigentlich. Und ja, da muss ich sagen, super. Und es ist schön, sich zu erinnern, wie solche ja unbekannten Spiele sich dann doch so ins Herz schließen. Wobei ich glaube, dass es ungewöhnlich ist, wenn man ein Spiel innerhalb von ein paar Monaten so oft durchspielt, aber okay. So, was genau verlangt der jetzt von mir? Die stehen da. Achso, die folgen mir, okay. Ich dachte mir nur, weil die da alle da vorne standen, aber gut, die folgen mir. Ja, Mädels, ich such schon. Ich such schon, wo es hier weitergeht. Habt keine Angst. Ja, wenn ich das selber wüsste, ne? Hier hat Zale doch einen Geheimgang gefunden. Hinten? Moment. Oh. Achso, jetzt sind die Skelette aktiviert. Na, großartig. Gut, da kümmere ich mich mal drum. Stehen bleiben, müssen sie regenerieren. Aber nach der ersten Regeneration sind sie dann auch erledigt. Hey, lass mich. Schwer, Tiny. Kommt er nochmal? Ja. Und kriegt gleich eine übergeklöppelt. Ich habe das übrigens tatsächlich ausprobiert. Einige hatten mir gesagt, beim Endboss gegen Sangura kann man ihn mit Scherzbananen abschießen. Und dann könnte man ihm die Waffe wegnehmen. Das ist tatsächlich so. Das war so lustig. Allerdings habe ich dann mich doch entschieden, mit meiner Waffe zu kämpfen, weil. Ja. Die Sandlanze von ihm war sehr, sehr viel schwächer als die Sandlanze von mir, sage ich einmal. Gut, ich hätte sie am Ende nochmal wegnehmen können. Wäre auch klüger gewesen, aber der Kampf hat so lange gedauert, habe ich da irgendwie einfach die Übersicht verloren. So. Hierhin. Jetzt ist die Frage, gibt es noch einmal einen Kokor am Ende, gegen den wir kämpfen? Ich meine nicht den Raupen-Kokor, sondern den bösen Kokor. Ey, und ja, übrigens, diese goldenen Truhen sind welche, die kamen nicht beim normalen Durchspielen hier vor. Ihr merkt auch, man kriegt keine Level. Also sind ja nicht alle 99 bei mir, aber haben keine EP gekriegt. Ja, also wie gesagt, hier gibt es keine Level. In der Arena gibt es immerhin ein paar, hier gibt es gar keine. Das ist einfach nur zum Item-Sammeln hier. Und ja, dazu dienen eben diese goldenen Truhen relativ gut. Also wie gesagt, die kamen nicht im normalen Spielverlauf vor, enthalten aber meistens gute Items. Ich finde doch meistens, weil das sind sie auch relativ schwach, aber ich hoffe mal, mit denen hier kann man zufrieden sein. Ja gut, 17 mal 2, das ist super, damit kann ich meinen Bogen nämlich aufstufen, das ist ziemlich selten. Und ein Kupferschwert kann man auch mitleben, kann man gut für Geld verkaufen. Also ihr seht schon, worauf ich hinaus oder so, genau. Genau. Da mussten wir lang, um Sangorak zu verfolgen. Das, ja, war alles ein bisschen länger her. Und ihr habt schon gesehen, dies hier hat übrigens Schwierigkeit 5. Was ich erstaunlich finde, bisher habe ich hier überhaupt keine Probleme. Aber das erkennt ihr an den Kästchen, die man davor sieht, welche Schwierigkeit es hat. So, nee, wisst ihr was, das mache ich. Ja gut, das zerstört es halt, wenn ihr dann glücklich seid, aber ich habe den auch schon lange erledigt. Ja? Okay. Gut.
Na, da kommt ja niemand mehr raus, hat der Schiss, oder? Na gut, da ist noch einer. Bam! Allerdings mache ich ihm wirklich kaum Schaden. Ah gut, ich habe ihn in den Tod runtergeschossen. Na gut, natürlich mache ich ihm kaum Schaden. Ich. Natürlich, wenn man den New Game Plus Modus spielt, kommt man wenig auf die Idee, dass random Gegner schwächer sein, als sie es eigentlich sind. Ah ja, okay. Ciao. Warte, warte, Headshot? Ja. Aber dennoch, schöne Explosion, muss ich sagen. Schöne Explosion. So. Tschüss! Was ist soweit? Moment, warum? Wieso da ist Kalista am Boden? Hey, du Arsch! Piss dich! Na, das ist, wie ich finde, die beste Kombination. Lowell ist ein ganz guter Allrounder. Aber er ist, wie gesagt, eben der Allrounder. Ich sag mal, beides ganz gut kann. Keine Sache wirklich exzellent. Aber hier haben wir natürlich mich, also Zale, der ist natürlich jetzt unersetzbar. Den muss ich nehmen. Dann Cyrene als Doppelschwertkämpferin. Kalista als Heiler und Yurik als starken Feuermagier. Miranda kann zwar auch heilen, aber Kalistas Barriere ist dann doch ein bisschen besser als der Wald von Miranda, beziehungsweise nützlicher in diesem Fall. Daher finde ich, ist diese Kombination für solche Missionen am besten. So, wir haben zwei weitere Truhen. Einmal ein Lederbeinschutz. Und einmal ein weiteres Kupferschwert. Kann ich alles zu gutem Geld machen. Auch wenn ich dieser Nugget Plasma sowieso viel besser wurde, als er eigentlich sollte. Okay, mit dem Kokon. Und ja, diesmal gibt es kein Ausweichen auf der Brücke. Diesmal müssen wir ihn im 1 gegen 1 Kampf besiegen. Und ich finde es allein deswegen schon spannend. Weil wir ja das. Also das erste Mal konnten wir ihn ja fast nicht besiegen. Ich meine, ich habe zwar hinterher erfahren, dass es wirklich gewesen wäre, wenn man permanent auf ihn drauf gehämmert hätte, aber ja. Gut. Das ist jetzt sehr, sehr theoretischer Natur damals gewesen. Und nun müssen wir es schaffen. Bisher sieht es auch echt gut aus, wie viel ich ihn da abgezogen habe. Also nichts im Vergleich zum diesen ganzen Fallen am Ende. Weil hier haben wir gemerkt, wie viele verdammte Endbosse da ganz am Ende waren. Also da kam nicht einer nach dem anderen. Da kam erst Chiral. Dann direkt, mehr oder weniger direkt danach, kam eben dieser Kokon, der echt schwer war. Dann kam Zesha. Dann kam Zepha. Dann kam Sangurak und dann kommt Darkan. Das war schon eine richtige Schleife am Ende. So, jetzt will ich doch mal auf meinen Comment Mode zurückbleiben. Wollte ich eigentlich nicht. Aber jetzt machen wir es doch. Schattenstich gegen ihn. Du machst aber auch eine Barriere und du eine Meteor. Die verborgene Barriere beschützt mich jetzt ein bisschen. Der Meteor wird seine Rüstung noch zusätzlich senken. Also Abwehrbruch erlitten. Und jetzt ist er blöd, dass Cyrene am Boden lief. Vielleicht kann ich sie gerade ganz schnell wiederholen. Genau. Und jetzt mache ich hier den Ausfall. Dann können wir nämlich beide. Wenn ich jetzt den Ausfall mache, können wir beide schnell so schnell zuschlagen. Das ist bei ihrer Doppelwaffe exzellent. Weil sie ja mit zwei Waffen angreift, ist das richtig stark. Okay. Gulabs hat irgendwie besser angefangen, als es jetzt weitergeht. Also jetzt mache ich irgendwie wenig Schaden. Ich hatte das Gefühl, dass ich am Anfang zumindest gefühlt mehr gemacht habe. Halleluja. Das ist echt noch ein weiter Weg. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, Moment, wisst ihr was? Okay, also genau, das wollte ich euch noch zeigen. Man kann die Gegner anvisieren wie in The Legend of Zelda, habe ich noch nicht gemerkt. Und zwar, wenn man am Klassencontroller erst mit R in Abwehrstellung geht und dann hier mit L praktisch anzielt. So, jetzt muss ich aber mal kurz was machen. Nämlich, genau, ziehe die Magie auf seinen Kopf. Und ich würde jetzt lieber Kalista auf Heimagie anweisen. Ich glaube, es ist hier... Ups. Das war jetzt natürlich sehr clever. Ich glaube, es ist in dieser Situation besser. Genau. Genau, machen wir wieder beschleunigen. Okay, gut. Sie kann wieder Schattenstich. Genau, geh weiterhin auf Genesung. Das ist jetzt relativ wichtig. Die Genesung hat... Ja gut. Wobei ich eins sagen muss, Miranias Wiederbeleben ist natürlich schon
sehr, sehr gut, als wenn ich sie jetzt mit Kalista vergleiche. Kalista hat halt sowohl die verborgene Barriere als auch das Leuchten. Ist beides mehr oder weniger das Gleiche. Das verborgene Barriere praktisch. Also da hat man praktisch gar keinen Schaden mehr. Beim Verborgen und beim Leuchten hat man nur, ja, gewisse Resistenzen. Und, ja, Schadenmilderung. Aber natürlich, wenn es so hat, könnte es sein, dass sie auf Meranion und ihre Wiederbelebung zurückgreift. Auf jeden Fall Timmy die Nummer 5. Und der gute Lowell kommt da immer zuletzt. Tut mir ja auch leid für ihn irgendwie, weil er ist schon ein cooler Charakter, aber ja, in diesem Fall eben nicht ganz so passend. Oder eben nicht, ja, ganz so individuell, sag ich einmal. So, Kalista, kein Heilkreis. Ist. Und deswegen wollte ich doch, dass sie heilt. Also der Kampf dauert jetzt echt schon relativ lange. Aber gut, das war mein Endboss eigentlich auch. Ich hatte keine so großen Probleme mit ihnen. So vom rein kämpferischen. Aber es hat sehr lange gedauert. Und natürlich kommen dann doch irgendwann unter Druck, weil gewisse Viecher einfach das Sterben verweigern. Gut, danke, das ist mir jetzt wenig, mir jetzt persönlich, aber Jurik hat es geholfen, da habe ich trotzdem aufgewürdigt. Oh Gott. Zu Scheiße. Okay, jetzt reizt mir, ist jetzt zu bunt. Du Schattenstich, ey, das gibt's nicht. Der braucht 2 Millionen Jahre, bis er stirbt. Das gibt's einfach nicht. Gut, durch die verworrene Barriere habe ich jetzt eigentlich in Schutz und ich hoffe, dass ich das jetzt ganz, ganz schnell beenden kann. Beschleunigen noch für mich. Was? Nein. Jetzt bitte, bitte ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell beenden. Komm, sterb, 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 du blöder Kokon, Mann! Wow. Ey, ich sehe, wie ich wieder einstecken kann. Ja, aber bestimmt auch Level 150 oder so. Oh Gott. Okay, das ist jetzt viel, viel knapper gewesen, als ich eigentlich erwartet hätte. Denn ich habe das Ganze auch im normalen Modus durchgemacht, also nicht im New Game Plus Modus. Und da war das deutlich einfacher. Aber okay. Wenn man das wäre geschafft. Und ja, das war der Auftakt. Die 5. Ja gut, Käst jetzt, ich sag mal die 5 Sterne. Schwierigkeit ist auf jeden Fall jetzt. Ja, vom Endboss ab sieht eigentlich zu gering, aber ja, der Kokon reißt da natürlich einiges raus. War schön, ihn mal in einem 1 gegen 1 Kampf auch so besiegen zu können, auch wenn es dann später in der Story auch so gab. Und das, was man gefunden hat, war ganz gut. Also die Kupferschwerter kann ich ganz gut verwenden. Aber gut, wir machen dann im nächsten Part bei einem weiteren Sache. Bei einer weiteren Sache weiter, Leute. Ich freue mich auf euch. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, weil es endlich episch war, netten Kommentar da in Farbe. Also bis dort.